Können Sie sich vorstellen, Ihren freien Tag hier zu verbringen? Wir sind hier in einem Drahtwerk in Altona, einem der wichtigsten Industriezweige im märkischen Sauerland. Nadja, können Sie sich vorstellen, hier Ihren freien Tag zu verbringen? Also hier jetzt nicht unbedingt. Ich arbeite ja immerhin hier in dem Drahtwerk. Aber in Altona generell schon. Also ich bin auch mit meinem Hund hier hingezogen. Ich wohne direkt neben Wald und da können wir dann immer schöne Spaziergänge durch die Landschaften hier machen. Und diese Wälder sind tatsächlich, ob man es glaubt oder nicht, im Prinzip direkt vor diesen Toren von diesen Hallen. Im Sauerland stoßen die Berge an den Himmel. Das sagen die Einheimischen und die müssen es wissen. Im Märkischen sind wir also dem Himmel ziemlich nah und haben zugleich festen Boden unter den Füßen. Im Sauerland ist das Wetter schlecht, sagen die, die nicht von hier sind. Aber kann das sein bei diesen Bildern? Willkommen im Sauerland. Es klingt total theatralisch. Warum ich es so theatralisch mache, das wollen wir uns aber in den nächsten Minuten hier angucken. Ich bin Marcel Emmel, schönen guten Tag. Mein Job ist es normalerweise, in Kinos zu sitzen, in dunklen Räumen sich Filme anzugucken und dann danach im Radio oder im Internet zu erzählen, wie die Filme sind. Das ist tatsächlich ein Job. Das hat meine Oma auch lange nicht geglaubt. Das hier, das ist aber meine Heimat, das ist mein Zuhause und ich habe eigentlich so gar keine Ahnung, was ist das hier überhaupt? 3 Minuten von hier ist meine Haustür entfernt, jeden Tag fahre ich hier mit dem Auto entlang und ich weiß nicht, was hier um mich rum ist. Wir sind in Meinerzhagen am Höhenflug, ein Startteil eines Wanderwegs, 251 Kilometer lang und einer der schönsten in Deutschland. Und ich möchte Sie da sehr gerne mit hinnehmen. Wir gucken uns an die Hotspots, die das märkische Sauerland zu bieten hat. Wir treffen die Menschen und wie es das Klischee natürlich auch will, einige Tiere. Damit wir gut durch diesen Tag kommen, auch genug Power haben, holen wir uns jetzt erstmal schön einen Kaffee. Aber jetzt nicht irgendeinen, sondern einen wirklich besonderen von einem Barista. Wohl kaum eine Tourismusregion ist so von Kontrasten geprägt wie das märkische Sauerland. Natur, Industriekultur und Hightech prägen das Land an der Lenne, Volme und Hönne. Ich muss sagen, ich bin ja so ein bisschen der Endgegner für jeden Barista, weil ich mag eigentlich gar keinen Kaffee, ich trinke nur Tee. Ob es trotzdem den genau passenden für mich gibt, das probiere ich jetzt aus. Meine Erlebnistour beginnt also in einer der zahlreichen kleinen Genussmanufakturen. Kaffeekultur und Schokoladenträume bringt man für gewöhnlich nicht in Verbindung mit dem märkischen Sauerland. Und doch hat sich in den kleinen Städten und Örtchen eine kulinarische Landschaft entwickelt, die unbedingt einen Besuch wert ist. Ich traue mich, ran an die Bohne, würziges Aroma, nussig, schokoladig, säurearm. Nämlich Indian Plantation A ist also das, was Sie mir empfehlen. Gut, ich bin so mutig, ich mache es jetzt. Und sofort der Profi-Barista-Tipp, bitte schwarz trinken. Man kann immer noch verfeinern mit Milch, mit Zucker, aber dass man erstmal den Bohnen- und den Kaffeegeschmack kriegt, deshalb erstmal schön schwarz, mache ich jetzt. Als ob ich so mutig bin, Kaffee zu trinken. Es ist ein bisschen verrückt. Ich steige jetzt schon in die Kaffeeanalyse ein, weil ich habe so langsam, glaube ich, begriffen, woran es bisher gelegen hat. Hier hat man einfach eine niedrige Temperatur und eine lange Röstdauer und deshalb ist die Säure eben viel, viel weniger und deshalb werde ich jetzt auch nochmal einen Schluck nehmen. Ich muss mich wirklich weiterhin dran gewöhnen, aber es ist wirklich der beste Kaffee, den ich bisher getrunken habe und das sage ich nicht, weil ich jetzt in diese Kamera gucke. Gestärkt mit dem besten Kaffee meines Lebens führt mich meine Reise von Menden, dem nördlichsten Ausflugsziel im märkischen Sauerland, in die Nachbarstädte Iserlohn und Hemer. Auf dem Hübergturm im Sauerlandpark genieße ich einen grandiosen Ausblick. Vom Freizeitpark aus ist es nur ein Katzensprung ins Hemeraner Felsenmeer.
ein Naturschutzgebiet und nationales Geotop. Auf geheimnisvollen Wegen erkunde ich das sagenumwobene Meer mit seinen bizarren Gesteinsformationen, karstigen Schluchten und Felsspalten. Sogar Zwerge sollen hier leben. Als Beweis, dass ich hier war, lasse ich einen Sauerlandstone zurück. Wer den kleinen, bemalten Stein findet, nimmt ihn mit und platziert ihn an einer anderen Stelle. So wandert der kleine Stein durch seine Heimat. Das Felsenmeer als Teil der Höhlen- und Karstlandschaft im märkischen Sauerland hat meine Neugier geweckt. Weiter geht's unter Tage. Was machen Sie hier? Ich bin Marcel Emmel. Ich buddel mich gerade offensichtlich so ein bisschen durch Sauerland. Aha, Herr Stefan Niggemann, ich bin ja der Geschäftsführer von der Dechenhöhle. Ach, Dechenhöhle? Ja. Und Sie wollen jetzt hier mal ein bisschen gucken, nehme ich an. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir was zeigen. Ja, dann gehen wir doch mal darüber weiter. Machen wir. Kommen Sie mit. Die Dechenhöhle im Iserlohner Stadtteil Grüne zählt zu den schönsten Schauhöhlen Deutschlands und fasziniert große wie kleine Besucher. Mein Höhlenführer Dr. Stefan Niggemann ist zu Recht stolz auf sein unterirdisches Reich. Herr Dr. Niggemann, da bin ich wieder. Ja, hallo, hat ja ein bisschen gedauert, ne? Ja, ich habe mich irgendwo in so einem Schacht da verfranst. Ja. Wir sind hier in der Dechenhöhle. Ein imposantes Gebilde. Wie alt ungefähr? Also wir gehen davon aus, dass die Höhle so 1-2 Millionen Jahre schon alt ist. Oha, also auch die älteren Zuschauer werden sich nicht an den Bau dieser Höhle erinnern. Nein. Ich buddel mich ja gerade so ein bisschen durch die Geschichte vom Sauerland. Können Sie mir eigentlich erklären, wo der Begriff Sauerland herkommt? Ja, das hat also nichts mit Sauer zu tun, sondern mit dem Land im Süden. Aus Süderland, Süerland hat man dann irgendwann das Sauerland gemacht. Ja. Das Land im Süden, also das Gebirge im Süden sozusagen. Das heißt, das, was viele glauben, wenn sie an das Sauerland denken, wenn man das Wort hat, irgendwie an Winterberg, an Willingen. Das heißt, hier ist schon eher das ursprünglichere Sauerland. Also hier sind wir auf jeden Fall im Kernsauerland, im Bereich der Lände, der Ruhe. Also hier sind richtige Berge, Täler und auch sehr, sehr viele Höhlen natürlich. Ich habe jetzt schon ein bisschen was über meine Heimat neu kennengelernt. Und wenn ich mich jetzt mal so auf der Karte orientiere, ist das hier quasi das Down Under vom Ruhrgebiet? Oh. Sehr gut. Dann zeigen Sie mir doch mal ein paar Kängurus. Fledermäuse sind auch okay. Nehmen wir den Höhlenbären, der kommt hier vorne. Der Höhlenbär? Jo, einfach mal mitkommen. Oh. Ich lasse abschauen. Sie haben mir einen Höhlenbär angekündigt. Ich sehe hier zwei orangene Pfeile, die werden auf was hindeuten. Was sehen wir da? Genau, darunter liegen zwei Armknochen, fossile Armknochen vom Höhlenbären, die über 200.000 Jahre alt sind. Woher weiß man das? Ja, das konnten wir durch geologische Untersuchungen datieren an der Tropfsteinschichten, die da drin sind. Und daher wissen wir, dass die Knochen älter als 200.000 Jahre, 300.000 Jahre sehr wahrscheinlich alt sind. Warum wurde sich entschlossen, das da drin zu lassen? Also theoretisch hätte man ja, also ja. Mein Impuls wäre jetzt, oh, da ist ein Knochen, dann buddel ich den jetzt auch komplett aus. Hier kommt ja zum Glück keiner rein und wir haben hier 2000 Knochen ausgebuddelt. Und haben dann gesagt, zwei können wir auch mal stecken lassen. Ein weiterer Wahnsinn direkt bei uns vor der Haustür. Frage nur, wie kommen wir hier wieder raus? Ja, also ich nehme den normalen Ausgang da hinten und Sie gehen mal da rein, ne? Immer der Nase lang und dann viel Glück. Ne? Da rein? Da rein. Ja, gut. Alles klar, dann tschüss. Jo. Viel Spaß auf der Treppe. Danke. Eieieiei. Das könnten unschöne Bilder werden. Nach meiner Verabschiedung von Dr. Niggemann krieche ich noch eine ganze Weile durch die Unterwelt des märkischen Sauerlands. An den Zwillingsfelsen Pater und Nonne in Lettmate komme ich wieder ans Tageslicht. Der Ruhr-Lenne-Achter, ein fast 120 Kilometer langer Radweg, schmiegt sich wie eine liegende Acht zwischen das märkische Sauerland und das Ruhrgebiet. 120 Kilometer lang, wenn man ihn komplett fährt. Wer es gemütlicher mag, fährt entweder die West- oder die Ostschleife
oder nimmt sich die Strecke entlang von Lenne und Ruhr in kleineren Etappen vor. Auf den zahlreichen Fernradwegen kann ich meine Heimat erkunden. Die Route der Industriekultur, die Kaiserroute und der Ruhrtalradweg laden ein, sich umweltfreundlich auf den Fahrradsattel zu schwingen. Das Knotenpunktnetz Radeln nach Zahlen hilft bei der Orientierung. Auch Mountainbiker kommen im märkischen Sauerland voll auf ihre Kosten. Dafür sorgen allein schon die Höhenmeter. Ich werde es jedoch etwas bequemer angehen. Mal schauen, wer mich mitnimmt. Gehege begegne ich nun endlich auch den Tieren, die ich versprochen habe. Ganz schön verfressen, diese Ziegen. Mal ganz ehrlich, würden Sie hier Ihren freien Tag verbringen? Wahrscheinlich nicht direkt hier, aber das hier ist der Weg zu uns ins Sauerland. Das ist die A45, die Sauerlandlinie. Sie verbindet Hessen mit dem Ruhrgebiet oder das Ruhrgebiet mit Hessen, je nachdem, von wo Sie kommen. Und hinter jeder Ausfahrt wartet ein Erlebnis. Die Türen schließen, zurücktreten und einmal die Fahrkarten bitte. Ich darf das machen, was ich als Kind nie durfte, auf Gleisen laufen. Es geht aber nur, weil hier kein Zug fährt, sondern hier etwas reserviert ist, was einen spektakulären Blick ins märkische Sauerland bietet. Eine Draisine, ein historisches Beförderungsmittel, auf dem ich jetzt kräftig in die Pedalen trete und so das Vollmetall erfahre. Ganz schön schweißtreibend. Kaum eine Region Deutschlands hat so viele Talsperren wie das märkische Sauerland. Die künstlichen Seen sind der Trinkwasserspeicher des Ruhrgebiets. Sie dienen dem Schutz vor Hochwasser und zur Energieerzeugung. Wanderer und Erholungssuchende genießen hier aber vor allem eines: die Stille und den Einklang der Elemente. Wasser, Erde, Luft und Licht. Die Grundlagen des Lebens. Hier sind sie spürbar. Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass ich die Menschen und Tiere des märkischen Sauerlands treffen möchte. Eine Sache habe ich vergessen und das ist eine ganz besondere Begegnung. Und zwar hier in Lüdenscheid, der Stadt des Lichts, wo man Forschung, Technik und Zukunft live erleben kann. Hallo. Grüß Gott. Wie heißt du? Ich heiße Lydia. Dieser Name gefiel unseren Besuchern am besten. Lüdi Lüdenscheid. Wie geht es dir? Nett, dass du fragst. Mir geht es sehr gut. Hier ist es trocken und warm, die Menschen nett und meine Batterien werden jeden Abend geladen. Was will man mehr? Kannst du mir die Hand geben? Na klar. Hallo? Schön, dich kennenzulernen. Freut mich auch.
Die Phänomenta in Lüdenscheid ist ein Wissenschaftsmuseum zum Mitmachen. Physik und Technik zum Ausprobieren. Und hier in der Phänomenta finden wir eines der größten Kaleidoskope Europas. Ganz weit da oben. Ein Foucault'sches Pendel ist das Herzstück der Science-Ausstellung. Der 27 Meter lange Faden mit der schwingenden Kugel hängt oben im Phänomenta-Turm. Inzwischen eines der Wahrzeichen der Bergstadt Lüdenscheid. Und ich sehe in dieser Kugel, dass ich noch im Mittelalter landen werde. Vorher treffe ich mich jedoch mit Ranger Christoph Nolte und Terrier Lenny zum Wandern. Die beiden holen mich in meiner Heimatstadt Meinerzhagen, am Einstiegsportal für den Sauerland-Höhenflug ab. Unser Ziel, der Naturpark Sauerland-Rothaargebirge. Die Nordhelle ist mit 663 Metern die höchste Erhebung im Ebbegebirge. Wie ein Spinnennetz kommen hier gleich mehrere Wanderwege zusammen. Kein Wunder, dass der Rastplatz Spinne genannt wird. Es ist sensationell. Auf dem Höhenzug erlebe ich Natur pur. Keine Häuser, keine Menschen, keine Autos, soweit ich sehe. Wo gibt es das noch? Der Ranger begleitet mich in das Naturschutzgebiet und dieses hält für mich ein einzigartiges Juwel bereit. Jetzt sind wir mitten in den Ebbemooren in der Nordhelle. Was klingt wie, naja, aus Herr der Ringe oder aus einem anderen Fantasy-Roman, ist eine wirkliche Naturperle. Das sage nicht nur ich, das sagt auch Christoph Nolte, Ranger vom Landesbetrieb Wald und Holz. Wir stehen jetzt hier also in den Ebbemooren. Ich kenne Moore irgendwie nur in meiner Vorstellung als große, schwarze, schlammige Fläche. Und wenn ich da einen Fuß falsch draufsetze, zack, bin ich direkt weg. Wo ist denn hier ein Moor? Also das ist ein Hangmoor und nicht zu vergleichen mit einem Hochmoor, was Sie meinen und was wir alle kennen, aus den Edgar-Wallace-Filmen zum Beispiel, sondern das, hier könnten Sie zwar auch einsinken, aber sicherlich nicht versinken. Es ist nicht so tiefgründig wie. Wir sind ja hier in einem Naturschutzgebiet und da muss es ja sicherlich auch irgendwas geben, was zu schützen ist. Was sind hier so spezielle Tiere, Pflanzen, die vorkommen, die man so wahrscheinlich gar nicht auf der Karte hat und weiß, dass sie direkt vor der Haustür sind? Also Pflanzen sind hier besonders zu erwähnen, der Sonnentau. Und zwar deshalb, weil es ja eine fleischfressende Pflanze ist. Und der Sonnentau, der kompensiert das, dass das Moor sehr nährstoffarm ist, indem er Insekten fängt und diese verdaut. Des Weiteren haben wir hier überall das Torfmoos. Und das Torfmoos ist ein besonderes Moos. Das kann das 25-fache des Eigengewichts an Wasser speichern. Jetzt stehen wir hier an so einem Bach. Welche Wasserqualität hat es eigentlich? Könnte ich das trinken? Theoretisch ja. Also wenn wir jetzt gucken würden unter den Steinen und wir nehmen mal einen hoch. Und da sehen wir eine Köcherfliegenlarve. Ah. Und dieses kleine Teil, ja, ist ein Indikator für die Wasserqualität. Gut oder schlecht, weil es ja eine Larve. Ach gut. Sehr gut. Ah. Also wenn Sie die Köcherfliegenlarve sehen, könnten Sie das Wasser trinken. Jetzt sehe ich eine. Das heißt, ich könnte. Sie können es trinken. Sie haben keine Angst vor den Schwebstoffen haben da drin, aber es ist auf keinen Fall. Na dann, machen wir das doch mal. Ja, schmeckt tatsächlich nach sauberem Wasser. Was sauber ist. Gut. Wir haben hier um uns herum so um die 40 Naturschutzgebiete. Warum ist dem Sauerländer offensichtlich der Naturschutz so wichtig? Also Naturschutzgebiet, wie der Name schon sagt, da wird die Natur geschützt. Und viele Leute, die eben aus dem urbanen Raum kommen, aus den Großstädten, die wissen gar nicht, was hier schützenswert ist. Da sind viele Sachen, die erlaubt sind, aber auch viele Sachen, die nicht erlaubt sind. Das ist dann oft vom Wanderer keine böse Absicht, sondern eher ein Informationsdefizit. Und dafür sind wir ja da, um den Leuten zu sagen, hey, das ist erlaubt und das nicht. Zum Beispiel Beeren sammeln oder Pilze sammeln ist im Naturschutzgebiet nicht erlaubt.
Ich glaube, es sind nicht nur die Leute aus dem urbanen Raum. Auch ich bin mir dessen, glaube ich, gar nicht so sehr bewusst. Das heißt, mein Körbchen für die Beeren lasse ich im Auto stehen. Also so streng sind wir natürlich nicht und wir bieten dann dem Wanderer auch Alternativen an. Also es gibt ja auch noch Gebiete, wo es erlaubt ist, Pilze zu sammeln. Und ich finde, wir als Vermittler zwischen Natur und Mensch haben die Aufgabe, den Leuten auch zu sagen, passt auf, da dürft ihr Pilze sammeln. Das ist für euch eine gute Alternative. Wir kennen uns ja aus, oder Beeren. Aber bitte nicht hier im Naturschutzgebiet. Die Leute sind einsichtig. Und wir haben noch nie ein Körbchen Pilze weggenommen. Obwohl das natürlich eine feine Sache wäre, dann brauchte ich nur am Parkplatz zu warten und könnte mir das Pilzesammeln sparen. Unfassbar spannend, was ich auf meiner Wanderung mit Christoph Nolte gelernt habe. Die Geheimnisse, die meine Heimat bislang gut vor mir verborgen hat, beeindrucken mich noch lange. Doch das nächste Abenteuer wartet schon. Sympathische Zeitgenossen, die ich im märkischen Sauerland so gar nicht erwartet habe. Alpakas. Die Südamerikaner fühlen sich in unserem Klima sichtlich wohl. Kurzerhand nehme ich eines dieser freundlichen Tiere an die Leine und wir machen einen gemeinsamen Spaziergang über die Wiesen. Alpakas. Die Begegnung mit den gechillten Andenbewohnern dürfte selbst den gestresstesten Manager beruhigen und lässt Kinderherzen höher schlagen. Für mich kommt es aber noch dicker. Spontan habe ich mein Campingzelt aufgeschlagen, um schnell festzustellen, dass ich nicht alleine auf der Weide bin. Wie bei jedem Hotelzimmer ist es natürlich wichtig, was für einen Ausblick hat man. Und wir gucken mal, was wir für einen haben. Moin, moin, ja? Moin. Moin. Viele glauben ja immer noch, dass Schweinsteiger nicht nur ein berühmter Fußballer, sondern auch ein Beruf hier im Sauerland ist. Das ist natürlich Quatsch, weil zu wem sind wir viel zärtlicher? Zu Kühen. Und das werden wir jetzt beweisen, weil wir werden jetzt Kühe kuscheln. Das hat zumindest Simone gesagt. Simone, Sie haben jetzt hier tatsächlich ein Kuhkuscheln organisiert. Das heißt, ich gehe jetzt gleich zur Kuh und richtig knuddeln. Genau, wir gehen jetzt zu den Kühen, da kannst du dich zusetzen, die umarmen und mit denen kuscheln. Machen wir das doch mal. Ich bin gespannt. Los geht's. Okay. Muss man die Kühe dafür denn extra tatsächlich in irgendeiner Weise, ja, abrichten ist wahrscheinlich jetzt das falsche Wort, aber sie dran gewöhnen? Also sie gewöhnen sich alleine dran. Es gibt Kühe, die sind extrem kuschelig, die finden das toll. Mhm. Die bleiben liegen, die sind tiefenentspannt und es gibt total bekloppte Kühe. Diese kleine Schwarze, die jetzt so doof guckt, die ist wirklich so ein Psycho, so eine Psychokuh. Die hat auf gar keinen Fall Lust auf Kuscheln. Die sieht nur niedlich aus und rennt dann einfach weg. Meine Kuschelkuh. Genau. Wer ist das? Das ist Nelly. Hallo Nelly. Schön, dich kennenzulernen. Das ist eine 12-jährige Jersey-Kuh und die kuschelt sehr gerne. Die freut sich immer über Besuch. Das ist eine ganz liebe Kuh, kann man überall kraulen. Ja. Halskraulen findet sie super. Ich habe wirklich Respekt davor, muss ich sagen. Also die Nelly ist so mit einer unserer ruhigsten Kühe. Da kannst du dich ruhig nebensetzen. Die ist neugierig, kuschelt gerne. Ja. Das da vorne ist eine Kamera. Vielleicht wirst du mal ein ganz großer Filmstar, Nelly. Ja. Kuhkuscheln. Wahnsinn. Also in diesem Bild haben sich gerade eine Kuh und ein Ochse versteckt. Sie dürfen rausfinden, wer es wäre. Und wie Sie sehen können, Sauerländer Kühe sind ein bisschen eigensinnig. Die essen ihr Müsli ohne Milch. Ich habe jetzt ein Date mit Hanna, 18 Jahre alt, ich weiß nicht, mehrere hundert Kilo schwer und ich habe ein Gastgeschenk mitgebracht. Ich muss wirklich jetzt melken? Du wolltest doch Milch fürs Frühstück. Ja, gut, dann ist das wohl mein Job. Hm, warte mal. Nee. Drücken. Genau, drücken. Und wie pumpende Bewegungen. Ja. Ja, ich merke. Ohne euch würde ich schon mal keine Milch haben. Was machen wir? Wichtig ist hierbei natürlich drücken, loslassen, drücken, loslassen. Also wenn man es kann. Der hat einen fiesen Akzent, ich verstehe nicht. Und jetzt ist es endlich soweit. Ich begebe mich auf eine Zeitreise ins Mittelalter. Wie es sich für eine echte Zeitreise gehört, bediene ich mich dafür eines ganz besonderen Transportmittels, das mich durch die Epochen hindurch direkt
ins 12. Jahrhundert hineinkatapultiert. Darauf muss ich mich natürlich vorbereiten, zum Beispiel mit einer Kostümprobe. Auf dem Weg zu meinem Zeitreisebeschleuniger treffe ich auch bereits auf die ersten mittelalterlichen Zeitgenossen. Komische Leute. Drückt einer von euch? Ja. Mit dem Erlebnisaufzug geht's vom Fuße der Burg Altena sekundenschnell mitten hinein in den Burghof. Zum Glück stehe ich im Aufzug und hänge nicht außen dran, wie andere. Die Grafen von Berg errichteten die Burg auf einem Bergsporn hoch oben über der Lenne. Von hier aus konnte man alles gut überblicken und beispielsweise auch die Transport- und Handelswege kontrollieren. Der kulturelle Reichtum des märkischen Sauerlands verdankt sich nämlich vor allem der Verhüttung und Verarbeitung von Erzen, wie Kupfer, Blei und vor allem Eisen bereits im Altertum. Archäologische Fundstätten, vorindustrielle Anlagen und der älteste Hochofen Deutschlands in der Luisenhütte in Balve zeugen noch heute davon. Genau deshalb ist die Drahtindustrie nach wie vor ein wichtiger Industriezweig im märkischen Sauerland. Die Geschichte des Drahtes erwecken wir in einem einzigartigen Museum zum Leben, dem Drahtmuseum in Altena, in unmittelbarer Nähe zur Burg. Unsere mittelalterliche Geschichte und unsere Industriekultur feiern wir Sauerländer übrigens spektakulär mit Mittelalterfesten auf Burg Altena und Events wie Luise heizt ein. Am besten mal vorbeikommen und mitfeiern. Übrigens, die älteste Jugendherberge der Welt beherbergt Burg Altena auch. Springbett des Mittelalters. Und oh, kleine Bettenmanns auch. So langsam tauche ich aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit wieder auf. Und nachdem ich so viel Neues dazugelernt habe, brauche ich dringend Bewegung. Denn Sport hilft beim Verarbeiten von Wissen. Sportbegeisterten hat das märkische Sauerland ein Mega-Angebot zu bieten. Auf eines davon stoße ich wieder mal an der Lenne. Ich bin immer noch auf der Tour de Sauerland. Ich war schon mit der Draisine unterwegs. Ich war schon auf dem Planwagen. Und was fehlt noch? Natürlich auf dem Wasser. Und das machen wir jetzt hier in einem Kanu, Kajak? Kajak. Vom Wasser aus erlebe ich meine Heimat noch einmal aus einer für mich ganz neuen Perspektive. Mein Guide und ich paddeln flussabwärts und mir wird bewusst, welche Bedeutung das Wasser schon immer für die Region hatte. Es versorgt nicht nur Wälder, Wiesen und ihre An- und Bewohner, das Wasser ist auch Transportweg und treibt Maschinen an. Früher Wasserräder, heute Turbinen. Und hier geht sie jetzt zu Ende, meine Tour durchs märkische Sauerland. Und was habe ich alles gemacht? Ich hatte einen Alpaka an der Leine, ich habe mit einer Kuh gekuschelt, ich bin durch die Dechenhöhle gekrabbelt, wir waren mit dem Kanu unterwegs und ich habe mit einem Roboter gesprochen. Es gibt so, so viel hier zu erleben. Und jetzt gönne ich mir erstmal was und gucke noch mal schön auf die Lenne.